Da kümmern wir uns später so drum. Genau. So, oh, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich hier was Falsches baue. Weil wir müssen ja. Der zählt ja nicht mit hier. Der zählt ja nicht mit. Das heißt also, hier müssten ja jetzt theoretisch auch noch mal da einer hin und da einer hin. Und jetzt müsste man den Bogen schon spannen. Also das wäre ja dann der nächste, der kommt, müsste ja dann hier hin. Das muss ja irgendwie so nach oben gehen. Und dann sehe ich auch schon, was passiert. Ja, da haben wir nämlich schon unser Next Problem. Weil dann wäre das so und dann ist es kein Kreis mehr. Also das ist natürlich dumm gelaufen. Ja. Also da können wir jetzt erstmal, wenn ich das so logisch betrachte, nichts machen. Wie sieht es denn aus, wenn wir da gar keinen machen? Also wenn man, nee, das geht ja auch nicht. Ja, muss denn das überhaupt so gerade sein? Später sieht man das doch eh nicht, oder? Später sieht man das doch eh nicht. Guck mal, wenn ich den hier runterziehe, den nehmen wir weg. Dann nehmen wir den hier hoch. Den nehmen wir weg. Und dann von innen drin, da kann man den ja so versetzt nach hinten theoretisch bauen. Oh Gott, ich friemel mir hier schon wieder was zusammen, Freunde. Ich friemel mir hier schon wieder was zusammen. Ich sehe das schon wieder. Das wird wieder abenteuerlich. Das wird wieder richtig abenteuerlich. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon jetzt. Das wird wieder so ein. Das wird wieder so ein Rumgefrickel hier. Oh, Freunde, das wird wieder spannend. Eieieiei. So, pass auf, donner mal ruft das Ding da. So, dann machen wir jetzt hier ein den wieder. Dann machen wir ein den. Den nehmen wir wieder weg. So, oben machen wir genau das Gleiche. Dann haben wir ja. So. Dann ein nach unten. Der geht wieder weg. Genau. So, und das Gleiche auf der anderen Seite noch. Und dann sind wir auch schon fertig, Freunde. Dann sind wir schon fertig. Ich glaube, es reicht sogar. Was man so ein bisschen Erde alles machen kann. Ne? So, das nehmen wir noch mit hier. Der kam wieder weg. Brauche ich noch nicht mal ein Baugerüst. Okay. Doch, 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 doch. So als Umriss, Freunde, als Umriss könnte das hier wirklich was werden. Das könnte wirklich als Umriss was werden. So, einmal noch von oben. Einmal da und der hier wieder weg. Und das war's. So, das hat schon so ein bisschen so, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich so eine Idee. So eine Idee habe ich, weil ich könnte das. Ja, das wird ja ausgetauscht, ne? Das bleibt ja nicht Erde. Doch. Das geht. Das geht, Freunde. Das geht. Und ich werde diesen Bereich von hinten, und zwar, ich zeige euch das mal, wie ich das meine. Ich werde das so machen. Und dann ist es nämlich zu. Ja, gucke mal. Ich werde das hier so von hinten bauen. Und hier ist ja sowieso Stein. Das wird ja alles geschlossen hier. Ne? Doch, das wird was, Freunde. Könnte jetzt auch so was ritterlich-mäßig sein, ne? So machen wir das. Das wird eh so mit Deko zugeballert werden. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nichts weiter machen, außer einen Tunnel. Wir müssen jetzt mit den Steinen, da wissen wir ja noch nicht welche, ne? Da haben wir gesagt, die wollen wir, glaube ich, nehmen erstmal als Hauptbaustein. Dieses hier und diesen Tuffstein. Und dann ziehen wir das im Prinzip genauso, wie das jetzt hier ist, außer hier in der Mitte. Das können wir eigentlich auch schon abreißen, ehrlich gesagt. Wir können das in der Mitte komplett abreißen. Das brauchen wir gar nicht mehr. Ich werde mal einen Block noch lassen, da wo die Fackel dran ist. Das werde ich noch mal lassen. Der Rest kann hier tatsächlich weg, weil wir den gar nicht mehr brauchen.
Das war ja nur so zur Hilfe gewesen, dass wir so ungefähr so ein bisschen gerade hinbekommen. Der Rest kann hier komplett weg. Und dann haben wir auch schon unser Schlangenloch fertig. Ich glaube, als Spielzeug war das aber mehr runder gewesen. Also da müssen wir es gleich mal gucken, dass wir so ein bisschen runder hinbekommen. Von außen dann mit anderem Material, dass wir da so mit verschiedenen Material arbeiten. Ich könnte jetzt auch natürlich einen Kreis bauen. Das wäre jetzt auch nicht weiter dramatisch. Dann baue ich das einfach nochmal einen Block nach außen. Ja, also in die Höhe sozusagen. Und dann könnte man das so machen, dass dann hier halt, also wir würden dann von unten anfangen und dann mache ich den Block halt einen höher. Wir müssten es nur einen höher bauen, dann hätten wir einen Kreis. Aber Freunde, ich glaube, das ist okay so. Dann baue ich lieber da einen höher. Das passt. Von der Größe her passt es. Das ist erstmal völlig okay, wenn ich mir so die Proportion angucke. Bin ich erstmal so schon sehr zufrieden. Weil oben kommt ja sowieso noch ein bisschen Stein, weil hier in die Ecke kommt ja dieser große, ja, alte, vertrocknete Baum mit den Vögeln oben drauf. Von daher, doch, das ist soweit okay. Größenbestimmung passt. Gut, Freunde, dann gehe ich jetzt erstmal Staletto ins Bettchen, Staletto. Und dann brauchen wir neues Material. Das heißt also, ja, the next step, was machen wir da? Also entweder Festung, mal, dass wir das Thema Festung abschließen, weil wir brauchen hier für diese Deko-Elemente diesen komischen Nether-Zaun, wo ich gar nicht weiß, ob man den selber craften kann oder ob man den nur abbauen kann. Das ist nochmal so diese Frage. Das heißt also auf jeden Fall Netherziegel, die brauchen wir. Ja, die sind in der Herstellung ein bisschen zu aufwendig mit dem Brennen und dann, ja, das ist immer ein bisschen blöd, diese Bricks da herzustellen. Deswegen rumpeln wir uns die direkt aus der Festung ab. Wir wollen ja eh in die Festung gehen, weil wir suchen ja so eine Lohnenspawner, dass wir da eine Lohnenfarm bauen können. Und das würde ich so als nächstes Thema machen wollen. Also hier sind wir sehr gut ausgerüstet. Das Einzige, was fehlt, ist, glaube ich, warte mal, das packen wir erstmal kurz hier rein. Tuffstein haben wir. Hier, das können wir da reinpacken. Hier ist es übrig geblieben von unseren Deko-Geschichten. Hier, das müssen wir reparieren. Das packe ich erstmal hier rein. Das packe ich auch erstmal hier rein. So, erstmal hier so ein bisschen Ordnung schaffen. Das nehmen wir dann mit in den Nether. Das nehmen wir mit. Also da, ich würde es ganz gerne nochmal vorher reparieren wollen. Das ist mir nochmal so ein Anliegen und das ist sogar gar nicht mal schlecht hier, weil ihr wisst ja, für die Orientierung nehme ich immer ganz gerne, nur dann tausche ich das aus. Dann nehme ich hier diese 32 mit. Und Fackeln würde ich ganz gerne noch haben wollen. Das ist auch noch was, wo ich gerne mitnehmen würde. Haben wir noch irgendwo Fackeln? Fackeln sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich dachte, ich hätte so viele Fackeln gemacht, aber das kann sein, dass es auf Unlimited World war. Seht es mir nach, wenn ich so oft unterwegs bin auf verschiedenen Servern, dass dann sowas passieren kann, dass ich gar nicht mehr weiß, wo habe ich was gemacht. So, nehme ich mal hier Fackeln mit. Die brauchen wir auf jeden Fall, alleine schon, um uns ja, zu orientieren, wo wir schon waren und wo nicht. So, 64, wunderbar. Der Rest, den packe ich da wieder rein. Die Stickies, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, im Nether. Warte mal kurz. Bin gerade am Überlegen, ob ich mehr Steinspitzhacken bauen möchte. Eigentlich brauche ich es nicht. Essen habe ich genug. Naja, komm, Essen können wir mitnehmen. Kostet nichts. Hier, zack. Zum Hochstecken vielleicht ein bisschen Erde noch. Können wir mal so ein Stecken voll machen hier. Zack. Und gut, eigentlich müsste das auch reichen, wenn ich da so ein bisschen, ja, Netherquarz abbaue, repariert sich das ja auch wieder. Von dem her sollte das eigentlich passen. Ja, und weiß ich nicht, für diesen Spawner, wie kann ich den deaktivieren? Ich glaube, das müsste auch gehen mit normalen Steinen hier, ne? Müsste ich eigentlich so ausleuchten, nur den Spawner. Das müsste funktionieren. Und hier ist ja überall eine Rüstung drauf. Schutzhaltbarkeit, Feuerschutz haben wir hier drauf. Das müsste mich eigentlich auch schützen. Würde ich mal so sagen. Stiefel habe ich bei, ja. Ja, dann würde ich vorschlagen, Freunde, wir gehen in den Nether und machen Festung als nächstes Thema. Aber ich will mal kurz vorher gucken, was unsere Aufnahme sagt. Und ich sehe gerade, dass wir hier
Eineinhalb Stunden haben wir. Also ich sag mal so, zwei Folgen. Ja, kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch hin. Ich würde mal sagen, einen kleinen Anlauf können wir schon mal nehmen Richtung Festung. Wir müssen ja eh da ein bisschen Steine abkloppen, deswegen das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch mitzunehmen. Weil jetzt müssten wir, glaube ich, drei, vier. Ich glaube, wir haben jetzt so vier Folgen. Wir müssten jetzt in der vierten Folge von dieser Aufnahmeseason sein. Versuchen wir die noch voll zu machen, indem ich dann jetzt einfach schon mal in den Nässe gehe. Ne? Komm, wir haben ja ein bisschen Zeit, haben wir ja. Heute sind wir ja fleißig. Wir wollen ja auch ein bisschen was haben, ne? Dass wir so, ja, ein bisschen im Vorlauf haben, nachdem wir ja Oster-Event-Zeit hatten und dort nicht Folgen hochgeladen haben. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen was zum Aufholen. Und jetzt brauchen wir eh Material, also von da passt das schon. Und wir haben ja auch unseren schönen Zugang, ja, der uns das sehr, sehr leicht macht, uns im Nether fortzubewegen. So. Und den nutzen wir natürlich auch gleich. Türe zu, ja. Genau. Jetzt können wir endlich mal unseren Gang nutzen, den wir hier schon hatten. Den wir hier so schön. Ja, hier, ach, guck dir mal das geile Design an hier. Wow, nice. So, jetzt geht's hier wieder in diesen. Ach ja, ich erinnere mich dran. Die Fleißarbeit. Das hat gut Zeit gedauert, hier das alle zu machen. Ey, das war wirklich. Meine Güte, nee, das hat wirklich gedauert hier. Genau, Nessa-Festung. 500 Meter. Jetzt müssen wir 500 Meter, das ist eine ganze Strecke hier, 500 Meter. Ja, naja. Nee, Freunde, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ist zwar jetzt nicht so, wo ich sage, Mensch, ja, toll, weil ich würde das ganz gerne machen wollen. Das ist eher so, wo ich sage, ja, gut. Weil ich würde natürlich schon ganz gerne jetzt erstmal die Fright Zone weiterbauen. Jetzt haben wir die Höhe bestimmt und jetzt würde ich da natürlich ganz gerne weitermachen wollen. Nur, ich würde das Thema Nether halt auch schon ganz gerne abschließen wollen, weil wir jetzt wirklich die letzte Zeit auch sehr, sehr häufig im Nether waren, hier Material geholt haben, hier rumgebaut haben. Hier, guck mal, ihr seht ja, was ich hier schon alles hier gebaut habe. Hier, das war wirklich sehr, sehr schwierig für mich gewesen, das hier zu machen. Ich hatte mich noch nie durch einen Lavasee gekämpft. Ja, wie gesagt, hier oben ist alles voller Lava. Das musste alles hier ordentlich gemacht werden. Und von dem her würde ich ganz gerne so langsam aber sicher den Nether abschließen. Es sind ja jetzt hier nicht mehr so viele Sachen. Der Wizard, der steht noch aus. Und halt diese Lohnenfarm, die ich unbedingt noch bauen will. Und jetzt das Material von der Festung. Wir müssen jetzt die Festung auseinandernehmen, um da das Material zu bekommen. Ne? Und das wollten wir halt machen und deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und wenn es zu blöd wird oder zu langweilig wird, wenn wir uns ärgern, wie auch immer, dann hauen wir einfach ab. Dann kommen wir dann anderen Mal wieder. Ne? Ist ja kein Problem. So alles leger hier. Uns zwingt ja keiner. So, ich werde aber trotzdem mal ein Schlückchen trinken. Ich merke gerade, es dürstet mich. Ja, mal sehen, was die Kollegen so machen. Bin immer gespannt. Ich bin ja heute im Büro. Das heißt, ich kann heute mal nebenbei. Wenn ich nachher ein bisschen arbeiten tue, die Streams dann mal so laufen lassen. Sag mal, was ist denn hier los hier? Sag mal, den Deckel darauf hier. So. Dann kann ich nämlich nachher, wenn ich jetzt hier noch arbeiten tue, die Streams mal laufen lassen. Und mal sehen, was die so machen. Ich guck mal, ob der Pinecraft was hochgeladen hat. Oder der Dave oder so. Oder bin ich mal gespannt. So, Ausgang Netherfestung. Na, ist ja schön. So, ich hoffe nicht, dass wir jetzt gleich angegriffen werden, aber wir wollen mal schauen. Was passiert, wenn wir sterben? Naja, dann ist natürlich immer so eine. Hä? Ach so, das ist die Geschichte hier, genau. Hier sind wir ja damals rein. Das heißt, wir müssen noch eine Etage nach oben. Wo will ich denn jetzt abbauen? Ja, Freunde, das ist eine gute Frage. Also am liebsten würde ich ja die Festung so lassen wollen, wie sie ist, in ihrer Beschaffenheit. Nur wir brauchen hier diese Zäune zum Beispiel. Die brauchen wir, ich glaube, die kann man nämlich nicht herstellen. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie war da mal was, dass man die nicht herstellen kann. Cool, unsere Netherwarzen sind gewachsen. Und deswegen würde ich ganz gerne, weiß ich nicht, so einen hinteren Bereich oder so, wo wir bisher, ja, oder wo nichts ist, würde ich ganz gerne hier dieses alles abbauen wollen. Ja, manches sind so wie hier zum Beispiel.
Zur Portalruine. Ja, also. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß eh nicht, wo wir hier. Ich mache hier mal auf. Also hier geht es ja nach oben. Also man kann hier schon eine ganze Menge hier so rum. Oh, da ist ja ein Wisser-Skelett. Ich bin gerade am Überlegen, wir brauchen die ja, ne? Jetzt kommt er an hier. Die brauchen wir. Was ist denn das da hinten? Achso, warte mal, da ist Plünderung 3 drauf. Das ist doch schon mal eine recht gute Geschichte hier. Hallo? Jetzt kommen die hier auch noch an hier. Du Scheiße. So, ja, warte mal, dann nehmen wir uns. Ist es da hinten Spawner? Was ist denn das da hinten? Das sieht ja komisch aus. Muss ich mir gleich mal angucken, was das da ist. Oh Gott, Freunde, das ist ja schon wieder. Krieg ja schon wieder hier. Ich gehe ja mal lang. Das ist doch ein Spawner, oder? Das ist ein Spawner. Ja, ist ein Spawner. Genau das habe ich gesucht, Alter. Genau das habe ich gesucht. Oh, genau das habe ich gesucht. Jetzt nicht nicht runterschubsen. Wieso kriege ich so viel Schaden? Hallo? Hä? Wieso kriege ich denn so viel Schaden? Moment mal, ich habe doch hier Feuerschutz drauf. Wieso kriege ich da so viel Schaden? Jetzt ballern die aber auf mich los hier. So, dann muss ich mich mal ganz kurz verstecken. Das ist aber suboptimal. Ich muss mal kurz was essen, nicht, dass ich hier sterben tue. Ich habe doch Feuerschutz drauf. Okay, Rüstung sieht aber gut aus. Also, das ist ja geil. Da hinten ist ein Spawner, ey. Also diese Türme da. Das ist natürlich sehr, sehr gut, Freunde. Das ist sehr, sehr gut. Genau das habe ich gesucht. Jetzt bin ich nur am Überlegen, sind es da zwei Spawner nebeneinander oder wie? Wie kommen wir da hin? Was ist denn da vorne? Das sieht ja sogar noch besser aus. Wenn wir uns hier so durchwuseln könnten, das kann man doch bestimmt mal kurz stoppen. So, jetzt geht's hier wohin? Ja, das müsste man hinkriegen. Und von der Seite, auf welcher Höhe ist denn das Ding? Warte mal, ich würde ganz gerne, ich habe so die Idee, mich hier so einen Weg zu bauen. Vielleicht gelingt mir das. Ich mache hier schon wieder Experimente, ey. So, ich brauche hier mal ein bisschen Baumaterial. Dann bauen wir uns hier nämlich so einen Weg hin. Und jetzt am besten nach oben, ne? Ja, wir müssen auch irgendwie nach oben kommen. Dann brauche ich mir so eine kleine Treppe. Ah, perfekt. Sehr gut, Freunde, sehr gut. So, und jetzt müsste man da oben eigentlich ankommen. Ich würde nämlich ganz gerne so über den stehen. Das wäre mir so recht. Oh ja, schön. Wo sind wir jetzt? Oh, hier ist Ende. Wo ist der? Hä? Da ist das Ding. Da habe ich die Fackel gemacht. Wir müssen noch weiter. Guck mal. Das ist hier so ein Seitengang. Auch spannend. Warte mal, hier machen wir mal kurz so einen Wegweiser hin. Kuckuck. So, und hier geht es irgendwie runter. Wo geht es denn hier hin? Da geht es eine Etage tiefer, aber in die. Ist es da die Richtung, wo wir hin wollen? Das geht in die Richtung. Nee, da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen in eine andere Richtung. Ist ja witzig hier. Freunde, das ist ja witzig hier. Wo ist das Ding? Da drüben, noch ein bisschen weiter. Boah, ich habe voll die Orientierungsschwierigkeiten. Da drüben. Also hier in diesen Gang muss ich hier rein. Aha, hier ist wieder dieses komische Biom.
So, jetzt sind wir nämlich von der anderen Seite da. Und da.